Ja, Leute, da wären wir nochmal zur nächsten Folge von Minecraft Maps. Das ist jetzt die 30. Und ich hatte ja gesagt, heute will ich nochmal die andere Welt zeigen, die die Leute dann auf dem Server noch nach der Welt gespielt haben, die ich in den letzten Folgen gezeigt habe. Genau. Und ja, das machen wir gerade ganz kurz mal. Wir gucken uns das ja mal an. Die Welt hier ist nicht allzu groß. Die haben sie dann nur noch kurz gespielt, nachdem sie gemerkt haben, ein Neuanfang ist wohl doch nicht so geil auf der anderen Welt. Und irgendwie. Guck mal hier, hier ist ein Schnitt. Warum ist hier ein Schnitt? Das verstehe ich gar nicht. Weil, ja, da ist halt so eine Stadt und hier ist irgendwie direkt so eine Kante. Keine Ahnung. Waren die damals nur in dem Gebiet und sind nicht hier weitergelaufen, sodass die Chunks nicht geladen wurden hier und jetzt hat sich das generiert oder wie war das? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall, ja, wird das heute wahrscheinlich die letzte Folge Minecraft Maps allgemein sein. Weil ich, mir denke so, yo, es muss eigentlich nicht sein, noch weiterzumachen. Denn ich habe nicht allzu viele Maps, die ich zeigen will. Ich habe jetzt im letzten Jahr irgendwie nur zwei Maps gehabt, wie ich gespielt habe. Und vorher hatte ich auch nur irgendwelche, die ich bei anderen YouTubern gesehen habe, ne? Und ich würde sagen, dass ich einfach, wenn ich eine Map habe, die ich zocken will, dann ein Minecraft Special aufnehme und die dann spiele und halt nicht so lange und auf mehrere Folgen cutte, sondern halt nur eine Folge mache, die vielleicht ein bisschen länger ist und. Ja, das ist dann halt so ein Minecraft-Special, ne? Eine normale Folge. Fände ich, glaube ich, besser als immer so eine Maps-Folgen zu machen, ne? Jetzt bei diesen, was wir hatten, Nirn, diese Welt, die ich von Alex gekriegt habe. Und, dann, ja, hier diese Welt, da hat sich gelohnt, Minecraft-Maps zu machen, weil, ich weiß nicht, da wollte ich einfach mehrere Videos von machen. Das hätte ich auch nicht in eins reingekriegt. Aber, ja, bei anderen Sachen, das möchte ich einfach nicht mehr in Minecraft Maps bringen und ja, deswegen wird das jetzt halt die letzte Folge und ich zeige jetzt nochmal die kleine, aber feine Welt von den Jungs, die sie dann noch gebaut haben. Da war ich leider nicht dabei. Ich glaube, das waren tatsächlich nur zwei hier auf dem Server und zwar Benny und Joni. Also, die auch schon auf dem anderen Server waren, aber ich glaube hier Fisti war nicht mehr dabei. und Alex halt auch nicht, ne? Ja, da waren die nur zu zweit hier und haben was aufgebaut und das gucken wir uns gerade ganz kurz mal an. Genau, ist jetzt auch schon älter hier. Ich kannte die Welt bis vor einem halben Jahr auch noch nicht. Aber der Benny, der hat mir ja die Welt gegeben. Da schon im Februar. Aber es war dann leider nicht die Welt, die ich haben wollte, die ich nämlich davor gezeigt habe, ne? Und deswegen musste ich jetzt nochmal 4 Monate warten, bis ich die Welt dann endlich gekriegt habe jetzt, ne? Ja, so, gucken wir mal. Hier ist noch ein kleiner Eingang. Hier kommt was, wenn wir da drauf gehen. Willkommen auf dem Server. Ja, Abo für die Leute. Muss auf jeden Fall sein. Ja, ist auf jeden Fall geil. Da haben sie ein paar Command-Blocks hingesetzt. Yo, nochmal. Bisschen Werbung. Ja, okay, da gucken wir nochmal hier hoch. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Hier kann doch nicht nur dieser Gang sein. Ah, wo geht's denn da noch hin? Warte mal, ich guck mal. Die Leuchtfeuer haben die auch niemals selber gebaut. Glaube ich nicht, dass die 4 Widder getötet haben. Ja, also ich glaube, die haben ja ein bisschen gecheatet immer. Ich will mal wissen, wie kommt man denn in dieses komische Ding rein? Ah, ich gehe jetzt einfach mal in Creative Modus. Da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Bisschen habe ich mir die Welt schon mal angeguckt, aber das hier noch nicht. Lol. Okay. Ja, ist so eine riesige Höhle. Ist auch noch unfertig. Aber alles in allem ganz okay, ne? So, da gehen wir mal weiter hier runter. Was haben wir hier noch Schönes? Einmal hier so ein Ding. Ach, lol. Jonas, also hier, Joni war auch mal bei mir. In der Welt und hat er das so ähnlich gebaut. Lol. Das war auch zu der Zeit. Dann hat er das hier einfach weitergemacht mit diesem Birkenstil. Nicht schlecht. Da war nämlich auch mal bei mir in meiner privaten Welt zu Besuch. Dann hat er auch sowas gebaut. Was ist das hier? Ach Leute, das ist ja auch geil hier, das Design von dem Haus. Nicht schlecht. Bennys Eigenheim. Ach lol. Der hat hier gewohnt. Solche ähnlichen, also. Der Baustil hier von diesen Häusern, von der Stadt allgemein, so ähnlich war das dann auch auf unserem
Server, den wir im Dezember hatten. Den hatte ich letzte Folge auch schon erwähnt. Wir hatten ja im Dezember nochmal einen Server. Und ja, also dann 1,5 Jahre nach dem hier quasi. Und da war das auch nochmal so ähnlich alles, ne? Was ist das ja eigentlich? Boah, den Server vom Dezember würde ich auch gerne nochmal zeigen, aber den habe ich leider nicht mehr. Beziehungsweise da kommen wir nicht mehr drauf oder wissen nicht mal, ob die Welt noch existent ist. Ja. Aber der war auch nicht so geil. Also ich feiere den Server, den ich letzte Folge gezeigt habe und so, den feiere ich 10.000 Mal mehr wirklich. Der ist so geil. Weil der einfach so alt ist und alles. Das ist aber auch geil hier, das Design, oder? Mit diesen Terrassen. Boah, nice. Eigentlich nicht schlecht. So. Dann, was haben wir hier noch? Hier ist noch so eine kleine Brücke. Und ein kleiner Teich und ein paar Bäume. Lol, wie da hinten einfach schon wieder ein Schnitt ist. Warum? Das verstehe ich nicht so ganz, ne? Dann haben sie hier noch so einen kleinen Berg. Okay. Ach, hier ist auch noch was. Stimmt. Aber warum ist hier schon der Schnitt? Wisst ihr, ganz ehrlich, das kann doch niemals real sein. Das ist echt fake hier alles. Das sind alles Fake-Yeezys. Es könnte aber auch sein, dass das hier die Welt ist und die einfach die Chunks kopiert haben von der alten Welt, von dem Neuanfang quasi, ne? Und haben die quasi eine neue Welt kopiert. Das kann auch sein. Dass das hier tatsächlich die Chunks waren, die ich ja erwähnt habe, die nicht mehr in dem anderen Ding sind, weil er es einfach nicht kopiert hat. Ja, das könnte natürlich auch sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Dass sie die dann einfach per MC Edit hier rüber kopiert haben und ich habe die halt jetzt in der anderen Welt nicht, habe ich ja erklärt, weil sich so viele Dateien nicht per E-Mail haben schicken lassen. Da habe ich nur die Spawn-Chunks gekriegt, die halt auch für die Welt am wichtigsten waren. Genau. So, also vielleicht ist das hier ja wirklich das, ne? Keine Ahnung. Kann ja sein. Dass das aus der anderen Welt kommt. So. Dann gucken wir mal hier. Alles Bücherregale. Ah, das haben die niemals gefarmt. Ich glaube, die haben ja im Creative alles gebaut, Alter. Das glaube ich wirklich. So, haben auch schon ein bisschen größer gebaut, ne? Bei dem anderen Server haben wir ja gesehen, da war alles mega klein. So. Und dann haben wir hier noch eine Quarzvilla. Ja, das haben die niemals gefarmt, Alter. Das glaube ich aber mal nicht. Was ist das hier? Wo kommen wir jetzt hin? Jetzt bin ich mal gespannt. Lol. Ach. Verbuggt. Ach. Nee. Nicht verbuggt. Wir sind nur zu tief gelandet. Genau hier. Das kenne ich auch. Das habe ich mir auch schon mal angeguckt. Stimmt. Warte mal, ich brauche eine Fackel. Nee. Ja, kein Plan. Ich baue mal hier wieder alles richtig, ne? Wollen ja nichts kaputt machen. Ja, auch nicht schlecht hier. Aber ich glaube wirklich in der Welt, das haben sie alles in Creative gebaut. Auch wenn sie das schon in der alten Welt eventuell hatten. Ich glaube, das ist echt alles im Creative hier gewesen. Komme ich jetzt da rein? Lol. Hier ist einfach ein Dach auf dem Dach. Auch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht hier. Ich gehe jetzt mal hier rein. Was gibt's denn hier? Lol. Hier ist einfach nichts. Hier kann man auch nicht mehr durch den Pisten. Das ging früher mal. Ich lasse das jetzt auch einfach mal so. Ist ja nur eine Kopie. So, wo ist eigentlich der Spawn? Hinter uns. Ich guck gerade hier, ob die irgendwo doch was gefarmt haben oder so. Ach, hier, da sterben wieder die Tiere. Das hatte ich auch letztens. Das ist irgendein Bug. Dass die sterben von den Versionen, liegt das aber. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist irgendein Fehler, wenn man eine 1.7 Welt, zum Beispiel eine 1.9 spielt direkt, dann passiert das. Oder eine 1.5 Welt. Ich weiß gar nicht, was das hier für eine Version war damals.
Ich glaube, bei 1.5 bis passiert das, ja. Dann muss man erst in der 1.7 spielen und dann in der 1.8 und dann 1.9. Genau, so war's. Und ich habe halt direkt jetzt in der 1.9 gespielt, die Welt hier. Aber ist ja auch egal, ne? Lol, Alter. Da stimmt doch was nicht hier. Die haben die Welt 100 Pro irgendwie mit MC Edit gemacht, Alter. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht weil die andere Welt dann endgültig nicht mehr ging oder so, ich weiß es nicht. Aber ich kann ja auch noch spielen, ne? Das ist ja das andere. Kein Plan. Ja, geil. Leute, da war der Schnee kurz weg. Ach man, das ist doch blöd. Warte, ich hole mir mal einen Kompass. Und geh mal, ich mach nochmal F3 und A. So. Der Kompass, hä, wieso dreht er sich so komplett? Jetzt hat er sich aber entschieden. In der Richtung, ist also das Spawn. Ich wollte nochmal die Hauptstadt sehen, da war noch ein Creeper und so. Das habe ich mir noch nicht näher angeguckt. Lol. Wo waren das von den Koordinaten? Das war doch nicht weit weg von hier. Alter, ey. Wie das hier alles rumbackt, ne? Das ist einfach übel. Alter. Das lädt einfach nicht. Die Welt ist einfach komplett im Arsch. Boah, yo. Ich wollte aber nochmal einen Spawn, Alter. Wo war das denn? Wo war denn der Spawn? Warte, ich kill mich einfach mal. Wo spawn ich da? Genau hier an der Grenze wieder. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Gut, dann ja, noch den Rest. Also hier Bibliothek. Eigentlich habe ich alles gezeigt. Hier das Haus. Ja, ist halt ein bisschen was drin. Command-Block. Hier noch ein kleiner Creeper. Was ist das hier noch für ein Turm? Lol, was ist das hier noch für ein Haus? Ach, da waren wir ja drin. Das ist diese komische Architektur. Ach, alles leer. Ja, man sieht auf jeden Fall, das wurde alles im Creative gebaut hier. Ja. Okay. Ich glaube, das war Junis Eigenheim, oder nee, das hier war Junis Eigenheim, genau. Na, so. Hier ist auch nichts drin. Ja, das wurde alles Creative, oder? Diese Cheat-Leute hier. Ja, scheint also doch kein Ausschnitt aus der alten Welt zu sein. Das wird ja eine neue Welt gewesen sein. Die wollten wahrscheinlich sich einfach mal kreativ ausleben oder so. Und haben dann gesagt, komm, machen wir eine neue Welt. Auf die alte haben wir keinen Bock mehr. Auch wenn die jetzt wieder geht und wir da neu angefangen haben, machen wir jetzt hier weiter oder so, ne? Keine Ahnung, was der Anreiz war damals. Auf jeden Fall, ich bin gerade mal bei 13 Minuten. Was kann ich denn jetzt noch machen? Ich wollte das Video eigentlich wieder ganz normal 20 Minuten machen. Ja, kein Plan. Boah, ich weiß es nicht. Ich könnte nochmal einen Screenshot machen. Komm, wir machen nochmal Thumbnails jetzt in den Videos. Weil jetzt müsste ich dann eh noch machen. Ich mache hier mal Time Set Day. F1. Und wie mache ich mit meinen Thumbnails immer? Ich glaube, ich mache hier unten die Schrift. Dann kommt hier Maps in die Mitte. Oder hier so drüber. Und oben die Ziffer, genau. Gucke ich mal, dass das so passt, dass wir das irgendwie draufkriegen hier. Das so. Ich mach mal mehrere. So. Dann so noch ein bisschen mehr. Nehme ich einfach das, was mir am Ende am besten gefällt. Genau, ich glaube, so ist es sogar am besten. Schön. Dann, ja, gehe ich jetzt nochmal in die andere Welt, würde ich sagen. Ach, das geht ja jetzt nicht in der Aufnahme. Da muss ich ja Minecraft neu starten, weil das dann. Ja, ich kann ja mal demonstrieren, wie es sonst aussieht. Gehe ich hier rein. So. Gucken wir uns an. Ja, dann sieht es nämlich so hier aus.
Boah, Alter, ey, da kann man ja, das kann man sich ja nicht mit angucken, ey. Es ist einfach schlimm. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß-Bug ist, dass man nicht zwei Welten hintereinander betreten kann. Es liegt auf jeden Fall an der 1.9. Kein Plan, wirklich. Hups. Guckt euch das an, das ist so affig. Das ist so dumm. Also die Entity sieht man, wie da hinten die Item-Frames, aber alles andere, boah, übel. Also, ich würde sagen, da muss ich einen Cut machen. Oder? Oder warte mal, kriege ich es jetzt hin? Wenn ich jetzt nochmal reingehe. Ich will nämlich nicht unbedingt einen Cut machen. Nee, jetzt geht auch nicht. Na, dann muss ich halt einen machen, ne? Na, dann gleich, kurzer Schnitt. So, jetzt läuft das Ganze auf jeden Fall wieder. Das ist schön, denn hier wollte ich dasselbe nochmal machen, wie in dem anderen auch. Ah, ne, geht ja noch gar nicht. Ich muss ja erstmal hier. Game Mode 1. Dann machen wir hier auch nochmal ein Thumbnail, ne? Time at. Ah, ne. Ich gehe einfach pennen. Okay, warte mal. Ich gehe wieder in mein tolles Schlafzimmer. So. Ja, und dann mache ich jetzt hier auch nochmal ein Thumbnail, ne? Einfach um die Folge zu ziehen. Oder. Ja, um es noch 20 Minuten lang zu machen. Und, ja, vielleicht kann ich auch noch mal ein paar abschließende Worte sagen, aber vorher eine Sache noch. Wo stelle ich mich denn hin fürs Thumbnail? Hier so. Der Alchemietor muss mit drauf sein. Ich glaube, so passt das, oder? Ja, der Baum ist mir jetzt zu fett hier, Alter. Ich glaube, boah, Alter, warum ist hier eigentlich noch was? Ich mach das mal so hier. Ich glaube, so ist es am besten. Genau. Schön. Das widerspiegelt auf jeden Fall alles. Warte mal. Na, so. Genau. So machen wir's. Und zwar. Ich mache wieder mehrere, ne? Einmal so, einmal so. Dann vielleicht auch mal so. Dann nochmal anders hinfliegen. So. Keine Ahnung. Ich suche mir dann einen aus. Hoffe ich. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich hier hinten wieder hin. Und auf Roadrust geht es weiter hier mit der Welt. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich finde es auch geil, dass ich die Welt jetzt wieder habe. Denn ich habe sie echt vermisst, muss ich ja sagen. Also, es war schon schlimm, die Zeit ohne diese Welt. Ich war lange nicht hier. Es waren nicht so viele Jahre. Ich hatte damals eigentlich schon noch Bock drauf. Aber ja, weil das Server so selten online war und das so selten geklappt hat, da, ja, weiß ich nicht, hat man wohl dann auch die Motivation verloren. Aber jetzt ist die Motivation halt wieder da. Und deswegen würde ich sagen, führe ich die Welt einfach nochmal weiter. Auch wenn halt jetzt die anderen nicht mehr dabei sind. So ist das Leben halt, ne? Ich bin halt immer der Einzige, der am Ende übrig bleibt bei allen Servern. Ist immer so. Ja, und deswegen würde ich sagen, mache ich das als Singleplayer-Projekt einfach weiter. Und, ja, da kann man noch mal ein bisschen Spaß haben auch, ne? So. Boah, das kann echt geil werden. Gut, dann hier. Und Kohle kommt da rein, genau. Da haben wir jetzt auch endlich mal unseren Kohleblock da hinten fertig. Unser Crafting-Rezept, was sich keiner merken kann. Ja. Dann setze ich das noch mal. Zack. Und Kohle kommt rein. Schön. Dann ist ja alles ordentlich. Und da oben, das muss ich auch noch mal machen. Aber das, dann alles später. Ich habe ja noch so viel zu tun, das alles wegreißen und was weiß ich. Da jetzt echt noch viel. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Allerdings nicht von Minecraft Maps, denn ich habe ja gesagt, Minecraft Maps ist erstmal vorbei. Warum das Ganze habt ihr am Anfang gehört, ne? Und meine Meinung hat sich da seit 15 Minuten auch nicht geändert. Ja, ich weiß nicht. Minecraft Maps ist halt, ja, jetzt zu Ende, ne? Macht einfach keinen Sinn mehr, das fortzuführen und irgendwelche Maps rauszusuchen und die dann zu spielen. Ich weiß nicht, wäre irgendwie blöd. Wenn ich halt Maps finde, dann wie gesagt im Special, ne? Nur um das nochmal zusammenzufassen. Und ja, ich freue mich schon sehr, hier in der Welt zu spielen wieder. Das wird nochmal geil. Und ja, was kann ich noch sagen? Morgen wieder Staffel 8, wenn alles gut läuft, oder? Ja, Staffel 8 nehme ich dann aber erst in einer Woche wieder auf. Also, dann mache ich wieder eine Pause gerade. Weil ich einfach. Ja, jetzt wieder weniger Zeit habe. Beziehungsweise, ja, damit ich nicht zu viel aufnehme vor den Sommerferien, weil
Ich will ja nicht auf über 100 Folgen kommen vorher. Wir sind ja jetzt schon in Folge 95, deswegen ja, muss ich mich ein bisschen zügeln. Aber nächste Woche nehme ich dann die letzte Aufnahme auf und das wird nochmal geil. Da gehen wir dann ins Dungeon und töten den Guardian in Staffel 8. Genau. Dann bis dahin, haut rein und tschüss.